Aber gut. Aphrodite geht durch die Gänge. Mist, beiß genommen. Sie glänzt wie die Klinge. Braucht die Ballis nicht. Jetzt ist es verbraucht. Steinman, ruft sie. Steinman, ich habe, was du suchst. Du musst nur deine Augen aufmachen. Na, na, na. Und wie ich die Augen öffne, schneidet sie mich in 1000 wunderschöne Einzelteile. Was? Sieh dich? Okay. Freak. Ich glaube, da ist auch schon. Ein bisschen Schrott mitgenommen. Bei einer Schrottwaffe. Was soll ich bloß mit dir hier anfangen, Aphrodite? Aua, aua, aua. Ich will doch, dass sie schön werden. Aber es gelingt mir nie. Ja, also. Zu viel. Die Idee ist doch schon tot. Oh, warte. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Er ist hässlich. Los. Hässlich. Was? Hässlich. Was? Hässlich. Was? Oh, wow. Würde ich so nicht sagen, ehrlich gesagt. Widerlich. Bin doch nicht hässlich. Ist blöd oder was? Böser Mensch. Böser, gemeiner Mensch. Was sagt man doch nicht? Bin ich hässlich? Aua, aua. Aua. Ach, verdammt. Jetzt soll die Steuerung für schnell laufen statt Schiff. Das ist auch toll, wo ich es umgelegt habe, die Tasten. Unglaublich. Aua. Ja, es ist in dem Sinne Bosskämpfe in dem Spiel übrigens. Nur, was ihr es mal gehört habt, ne? Das. Ich glaube, ich mache hier mehr Schaden, weil wird das mit den Angriffen, ne? Ja. Durch Nahkampf und die Vakation war das hier besser als der normale Maschinengewehrschaden. Auch voll gut. Schlüssel. Läuft. Ich glaube, den brauchte ich. Gern geschehen. Vergiss Steinmans Schlüssel nicht und mach dich auf den Weg zurück zum Notzugang. Ich mache mich auf den Weg zur Rückseite von Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Tee. Die Naht hätten wir und fertig. Die Nase ist hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Doch, mal hier runterlocken sollen, wa? Wenn ich sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht bemerkt, wie in ihrem Gesicht alles. Skalpell! Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lifting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden hier nicht. Kein Lifting, ne? Hören Sie auf zu schneiden! Doktor! Da war wohl ein bisschen irre, der Typ. Aber schon klar, dass sowas wie ein einfacher Bosskampf sein sollte. Naja, ja, ja. War ja jetzt auch nicht ganz ernst gemeint, Kuri, ne? Und was ist das hier? Tisch untersuchen. Ja, ich kann fliegen, krass. Safe. Oh ja, das ist ein easy safe. Den hacken wir einfach so aus dem Stand heraus. Zap. Zarap. Sag mal, mach das auch mal bitte dann, ja? Böses, gemeines Spiel. Und, da. Juhu! Verbandskästen. Schön. Nett gemeint. Nicht gut zu Ende gedacht. Ich bin ja Überlebensmeister. Ich brauche die nicht so in der Masse. Munition dagegen nehme ich immer wieder gern. Geht nicht, habe ich gesagt. Wobei, komm. Ein geschissen. Ich glaube eh nicht, dass ich jemals hierher kommen werde, wenn ich hier sowas brauche. Ich werde mich einfach irgendwo heilen, wo es gegen Geld geht, wenn es gar nicht anders möglich ist. Aber auch das erwarte ich eigentlich nicht, dass es notwendig sein wird. Daher passt schon. Ja gut. Es ist auch schade, dass man in dem Spiel kein Level-Up-System hat. Und man durch quasi wiederholtes Hacken wie besser irgendwas wird. Sonst wäre es echt sinnig, alles zu hacken. Aber so, ich hicke wirklich nichts davon. Wenn ich es nicht gerade aktiv irgendwas brauche. Das finde ich ein bisschen schade. Wäre geil, wenn es so wäre. Ah ja. Sagt er jetzt noch jemand nachher, wenn die Flöten geht. Ja, sehen wir, wenn es soweit ist. Verdammt, da war ja.
das Falsche. Au. Naja, ist alles weg von mir, Idioten. Ich hab die Station, ich hab meinen Freund, ich hab meinen Freund da drüben. Weil ich glaube, der wurde gerade gerufen, weil die Kamera die gesehen hat, ne? Das ist was anderes noch. Ich wundere mich gerade, ich war in der Meinung, gerade Schaden genommen zu haben, aber ich habe volle Leben. Oder hatte volle Leben. Klar, ich habe diesen Kuchen eben auch gegessen gehabt, aber da wollte ich auch volle Leben gehabt. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Übrigens, wenn wir sterben sollten, in diesen Kammern da vorne werden wir dann wiederbelebt. Das ist unser Rücksetzpunkt. So ähnlich wie in System Shock. Ihr erinnert euch vielleicht. Und Bioshock ist ja auch eine Art geistiger Nachfolger von System Shock. Ich dachte immer, dass Bioshock tatsächlich vielleicht ein wirklich von der gleichen Firma war. Weil immer alle sagten, System Shock, wenn du Bioshock spieltest. Aber ich glaube tatsächlich, war das eine andere Firma. Andere Entwickler. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen der Welt. Was? Ich will nicht, dass die Dinge einstürzen, da war ein Wal. Hör auf einzustürzen. Ist gefährlich unter Wasser, wenn dir was einstürzt. Und auch wenn man oberhalb des Wassers in den Gebäudes als einstürzt, ist es ein Stück weit gefährlich. Ach, auf der Tür. Ach so. Oh, guck mal, ich komme nicht mehr zurück. Ich habe den Point of Return zu diesem Gebiet hier offensichtlich. Okay, cool. Gibt's also auch im Spiel. Wusste ich nicht mehr. Ein weiteres Big Daddy Opfer, wa? Nee. Das ist ein Big Daddy. Der ist tot. Okay. Komm ich durch? Nein. Liebe Sister, liebe Sister. Halte dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh. Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Echt mal. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier. Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier. Und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Aber schon mutig, er ist droht ihn abzuknallen, aber wir gehen trotzdem weiter drauf los. Tja. Liebe Leute, jetzt kommt ein relativ wichtiges oder zumindest spielstilentscheidendes Element. Entscheide dich, ob du die Little Sister ausbeuten oder retten willst. Wenn du sie ausbeutest, erhältst du das maximale Adam, das du für Plasmide ausgeben kannst. Allerdings wird sie diese Prozedur nicht überleben. Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Adam, dafür hat Tenenbaum für diesen Fall aber eine Belohnung versprochen. Und es nervt mich voll, dass hier schon wieder die Buchstaben nicht... Das gibt's doch gar nicht. Ich werde da das Problem mal googeln auf jeden Fall. Nicht jetzt, aber nach dem Stream. Das reißt mich so ein bisschen raus bei einigen Sachen. Also, ausbeuten H oder retten mit L. Ich verrate euch mal ein Geheimnis, ich werde sie retten. Ja, ich weiß, ich bin eigentlich immer der Böse und so weiter und bla bla bla. Aber ich mach's ganz gerne. Ja, ich weiß das schon, danke. Ich hab nur ein bisschen gewartet. Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein. Doch! Doch. Boah, wie klein die ist, passt meine Hand rein, ne? Das ist gar nicht das Mädchen, das ist auch so schon eine Puppe.
Boah, sie hässlich. Danke. Danke, dass du mir geholfen hast. Mach 2,50 dann. Der Weg der Gerechten tap, tap, tap. Ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Verstehe ich. Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Hab Geduld. Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. Tannenbaum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Jetzt so. Zum Überleben brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Sei mal nicht so. Wenn du wieder mal auf so einem Gatherers Gartenautomat stößt, nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Flaschen Miete mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Haha, Gatherers Garden, da haben wir es doch. Ja, also, sag mal so, wenn ihr das Spiel halt so spielt, dass ihr sie ausbeutet, glaube ich, ist es ein bisschen leichter. Man macht das Spiel ein Stück weit schwerer, wenn man sie rettet, also den Guten spielt. Wenn ich mich nicht täusche. Let's Lost Together, Speedy nehme ich an. Hallo, dunkle Grüße. Zweitbeste Spielreihe, die es gibt. Was ist denn die beste? Xenoblade? Xenoblade. Xenoblade. Oder was? Zack. Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Ja, hab ich gerade? Ah, nur 80 natürlich. Symbiotische Beziehung zu ja, klar. Ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Schade. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tannenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Ihr seht schon, es gibt ein paar schöne Sachen hier. Ich glaube, die sind einmalig. Das vielleicht öfter mal. Last of Us. Was? Gut, ich meine, ich habe Last of Us nie gespielt, weil hat mich völlig nicht interessiert. Und keine Playstation. Inzwischen ging es mit PC, aber habe ich keinen Bock drauf. Aber was? Nein. Also, nein. Nein. Also, wenn das deine beiden besten sind, dann fehlt Xeno auf jeden Fall. Xeno ist besser als beide Reihen zusammen. So. Wir sind keine Freunde mehr, Speed. Das kann ich so nicht stehen lassen. Egal. Das hier kann ich getrost weglassen. Das ist, erstens habe ich gerade keinen Slot dafür übrig. Zweitens eine Sache, die ich niemals nutzen würde. Ich frage mich nur gerade, nämlich das hier und das hier, weil das ist generell eine geile Sache, wenn man das vielleicht nutzt, Verbandskästen so oder so. Und nebenbei noch Eve bekommen, ist nicht verkehrt, also unsere quasi Mana. Oder eins von den beiden Sachen, die aber auch alle mein Eve Adam aufbrauchen. Ich glaube, ich nehme das besser. Das ist sinnvoll. Ich nehme das. Ja. Verdammt, das habe ich nicht bedacht. Shits. Shits vor allem. Habe ich gespeichert vorher? Nee, ne? Stimmt nicht. Kann sein, dass das doch eine permanente Verbesserung ist und dass das eine Sache, die ich ausrüsten muss. Weil ich war der Meinung, dass man das nicht. Dass das hier nicht ausrüsten muss, um es nutzen zu können. Das hier offenbar schon. Ja. Schön blöd. Dammit. Gucken wir beim nächsten Mal da. Ich guck mal ganz kurz, wo ich gespeichert habe letztes Mal, ne? Da habe ich doch kurz vorher. Nein, ist ein bisschen her. Dann lade ich nicht neu. Was soll's. Hätte ich mir eh irgendwann geholt, also. Was soll's. Xenoblade hat niemals den spielerischen und immersiven Impact wie diese beiden Reihen. Doch, besser sogar. Doch. Tja, also ich habe auch noch Freunde, mit denen ich Meinungsverschiedenheiten habe, aber wenn du einsam in der Hölle sterben möchtest, go for it. Jawohl! Ja, Speedy, du musst verstehen, ich sterbe ja sowieso nie und die Hölle ist eh mein Reich. Wenn ich da sterben sollte, wäre es nicht schlimm, wenn ich wiedergeboren wäre, ist nicht das dramatische Problem für mich. Aber nein, Xenoblade eindeutig, doch definitiv massiv überlegen. In jeder Hinsicht. Schuppen denn ja, dunkle Grüße, 20 Uhr im Herbste. Oho, oh schon 20, naja, fast. Tatsache, guck einer an. Wie geht's, wie steht's? Sowohl an Speedy als auch an den guten Schuppen denn ja. Hakliger Reim. Ungefähr mein Niveau. Ich weiß doch schon mal. Ja, guck mal an. Ich habe einen Shortcut gerade aufgemacht. Wie lautet die größte Lüge der Welt?
das Internet lügt nie. Und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde. Kennen wir schon, ne? Die Sklaverei? Ja, kennen wir schon. Der Holocaust? Das heißt, ich kann doch wieder zurückgehen, denn der Weg, der jetzt verschüttet wurde, ist jetzt anders. Es ist Zeit für dich, es mit einem der Big Daddies aufzunehmen. Das wird kein Zuckerschlecken. Aber nur so kommst du an die Little Sisters an. Und ja. An Adam, dass sie bei sich tragen. Ja, ja. Weiter vorn ist noch eine Little Sister. Um das Adam von ihr zu halten, musst du dich erst dem Big Daddy stellen. Oh, wow, 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 wow. Ich bin heute mal zum Einkaufen und zurückgerannt. Mein Hals so, this is the last thing I did for you. Immer noch mit Erkältungszeug zu kämpfen, Schuppen denn ja? Och, ganz gut, nur noch Husten und Atemnot da. Der nächste. Letzte Woche noch mit Grippe und Fieber gemischt. Meine Güte, Leute, was ist los? Ich meine, ich habe auch ein bisschen Hals seit gestern. Auf Arbeit sind zwei Kollegen, ich habe es vorhin erzählt, mit Corona raus und eine weitere zumindest mit Erkältungssymptomen, aber bisher auf Corona negativ getestet. Wer weiß, ob es bei mir noch ausschlägt, bisher war es nicht der Fall. Gar nicht, aber meine Atemwege hassen mich einfach. Du bist doch auch Sportler und keine Ahnung was. Krass. Hast du damit generell zu tun, ja? Schuppen-Ninja? Ist ja fies. Aber jetzt liegst du auf Asthma-Level oder so, oder wie? Einfach jetzt in beiden Minuten nichts mitbekommen. Wieso bei Werbung? Ja, kann, ja doch, kann sein, ne? War auch nicht viel, was hier passiert ist. Hallo? Ich will ja nicht ich, aber ich muss. Ah, ja, ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh oh. Verdammt, das ist. Au! Ah! Ach, fällt wieder falsch geklickt. Nein. Ah! Mach doch sowas nicht. Ah! Ups. Aua! Haha. Ah, schon. Oh! Was? Hatte mich fast gewonnen hier. Gibt's ja gar nicht. Ich sollte vielleicht mal ganz kurz, auf Panzer, welche Munition? Antiperson, ich glaube, ich brauche da. Ich versuch's hier mit mal. Hab ich aber einen Geschützturm? Warte mal, was Geschützturm? Ach, damit, ich hab. Fuck. Das bringt gar nichts, oder? Ich sag, es bringt gar nichts. Warum macht er mein Geschützturm nichts? Ah, jetzt mal lasse. Achso, jetzt ist er auch da drin, der Typ. Aua. Mann, machst du Schaden. Muss ich dich ja lassen. Lieber Bouncer. Also wieso Bouncer heißt, wenn sie auch Big Daddies heißen? Das ist irgendwie inkohärent. Ausbeutung retten, ne? Die Frage stellt sich gar nicht. Komm. Doch. 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 Doch, 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 doch. Hilft ja nichts. Schon immer und seit Corona noch mehr. Meine Nase, danke. Gern geschehen. Danke. Ja, ja, ja. Meine Nase ist ein Riesenfan von Gandalf. You shall not pass. Und mein Hals ist eine Mimose. Ach, so eine Kacke. Und da gibt's nichts, was man dagegen machen kann. Achso, nichts für mich. Aber ich meine, gut, wenn man sich damit irgendwie arrangieren kann, dann geht's ja wohl noch irgendwie, ne? Aber geil klingt das nicht. Ich meine, ich selbst habe auch eine Nase, die eigentlich nie richtig frei ist. Tatsächlich. Aber bestimmt nicht annähernd so wie bei dir. So wie das klingt. Scheinbar alle krank zurzeit. Ich habe nur in den letzten Tagen eine verstopfte Nase, des Öfteren nichts, was sich nicht mit Nasentropfen regeln lässt. Aber Nasentropfen, weißt du ja selbst, Kurin, ist auch nicht so, ne? Das kann auch nach hinten losgehen. Abhängigkeit und auch was du kaputt machst an der Nase und so. Aber das weißt du ja, du bist alt genug. Dass du aufpasst, das nicht zu übertreiben. Du kannst, ne? Schon klar. Okay. Er hatte recht. Das rührst dich bloß aus. Kaufe ich bloß und rührst es nicht aus. Meine Güte, genau andersrum. Aber das hier wird auch mit... Ja. Oh, warte. Das hier ist aber ein anderes Slot. Oh, so besser. Passt. Wie komme ich in dieses Menü... Oh, in dieses Menü rein, ich weiß es nicht. Goldene Füllhorn. Du hast eine Folge des Kommentars des Regisseurs freigeschaltet. Spiel sie jetzt ab. Aha, oder später. Spoiler. Die Kommentare der Entwickler enthalten eine ausführliche Diskussion der Geschichte, einschließlich des Endes, blablabla Spiele. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob es Englisch ist. Natürlich. Nee, lassen wir sein. Hast du gehört, Herbalist? Der erste Satz. Bioshock was groundbreaking. Das zu Crisis war krasser. Nee, war es nämlich nicht. So.
Wenn ich jetzt ganz zurücklaufe, habe ich noch, glaube ich, 3 Verbandskästen, die ich mir gratis nehmen konnte, oder? Glaube schon. Also ich könnte eine teure, schmerzhafte Operation machen lassen, nach der alles irgendwann wieder wie vorher wird, aber keinen Bock. Klingt auch nicht so erstrebenswert irgendwie. Mit meiner Nase war ich vor vielen Jahren diverse Male zum Arzt gewesen, habe da diverse Tests gemacht, so und so, dies und das. Aus diversen Gründen, auch weil ich halt ziemlich stark schnarche und auch tatsächlich schon so sehr schnarche, dass mir da die Luft offenbar wegbleibt zum Teil beim Schlafen. Das war schon so problematisch, dass eigentlich ein Schlaflabortermin ausgemacht wurde. Irgendwie, aber es war auch zu Corona-Zeiten. Wurde nie wahrgenommen, nie gemacht letztendlich. Und was soll ich sagen, lirum larum, es gab diesen Termin dann nie. Und ich bin danach auch nicht mehr zum Arzt, weil er auch ganz woanders wohnt. Das war ein Spezialist weiter in der Stadt, wo ich halt selten hinkomme, so ohne weiteres. Nur was immer freien Tag, weil Facharzt und so weiter, bla bla bla. Krankenschreibung ist nicht. Hat sich alles verlaufen und... Noch einer! Ernsthaft? Aber ohne Big Sis, Little Sister jetzt, oder was? Oder dann mach dein Ding, Keule. Dann mach dein Ding, alles cool. Was gab's dann in diesem Termin nie und ich, keine Ahnung was. So oder so, die Behandlung, die er gemacht hatte, war... Was über Nasenscheidewand innen raus zu lasern, habe ich 2. Mal gemacht tatsächlich, weil es dann wieder nachwächst. Hat aber auch nicht wirklich geholfen. Also da hätte noch was anderes kommen müssen. Aber er hat auch weiter nichts genannt, was da eine Option wäre. Also ob es da was gibt bei mir, weiß ich nicht. Dann war es mir auch immer egal und ich habe ja mein Leben lang damit zu tun. Dann mache ich halt damit weiter, was soll's. Geil ist nicht, aber naja. Wie gesagt, klingt nicht so schön wie deins letztendlich. Ach, noch so ein Typ. Oder warte, anders. Ah. Du bist selber krank. Autsch, hab's geahnt. Ah, Verbandskasten treibt mich gar nicht vollständig. Ich dachte, die machen mich immer voll, egal wie viel Leben ich habe. Das dazu. Hä? Granat, ja. Leer, toll. Benutze ich eigentlich nur 1-2 Mal im Jahr. Höchstens in den letzten Jahren wurde ich von Erkältungskrankheiten gänzlich verschont. Ja gut, dann ist ja in Ordnung. Übrigens habe ich mir heute mal die beiden Silent Hill Filme angesehen. Teil 1 ist echt der beste Horrorfilm. Wie viele gibt es da wenigstens? Ich weiß gar nicht, ob ich Silent Hill... Ich glaube, ich habe sie gesehen, Teil 1 und 2. Doch, ich glaube, da klingelt irgendwas. Ich fand sie ganz okay, glaube ich. Ich meine, ich habe die Spiele nicht gespielt, deswegen kann ich es nicht damit vergleichen. Ich weiß ja, als Videospieler findest du oftmals Enttäuschungen von so einem Film, weil du, weiß nicht, wahrscheinlich eine andere Erwartungshaltung hast. Aber ich fand die Filme damals ganz cool. Bester Horrorfilm, so würde ich nicht gehen, tatsächlich. Aber... Gut, wer bin ich jetzt zu urteilen? Ich hab, Horror ist für mich ja eine Definition, die bei normalen Leuten, glaube ich, eine ganz andere ist. Ich verspüre keinen Horror oder sowas in Spielen oder Filmen, daher bin ich da der falsche Ansprechpartner für. Oh, Hacken, siehst du. Aber um abzuschließen, Lieblingsspiele kommen ja immer auf die persönliche Präferenz an. Sowieso, Speedy, ist klar. Wenn man sie erlebt hat, wie, was man Gefühle damit verknüpft und was sie bedeuten, richtig. Und da haben, mir die beiden Spiele einfach mehr gegeben als im Leben als Xenoblade. Vor allem, was sein Spielsatz angeht und wie lange seine Geschichte erzählt. Xenoblade ist als beliebte RPG-Reihe, aber never mein Lieblingsspiel. Ach, schade. Sollte es sein. Aber ja, du hast völlig recht. Persönliche Präferenz, jeder sieht es anders. Das ist ja logisch. Das ist sinnig. Das weiß jeder Vernunftbegabte, würde ich mal behaupten. Und ich unterstelle euch mal allen, die hier sind, vernunftbegabt zu sein, ja? Korrigiert mich, wenn ich mich täusche oder ich euch damit beleidige, aber ich meine, ihr seid alle vernunftbegabt und könnt das entsprechend so einordnen. Auch wenn ich regelmäßig sage, das gefällt mir nicht, das gefällt mir, das ist super geil, das ist super scheiße. Alles persönliche Präferenz, alles subjektiv. Das sollte von vornherein natürlich völlig klar sein. Und keine Erklärung bedürfen. Ne? Aber ich will es nochmal gesagt haben an der Stelle. Manchmal kann man sowas nochmal sagen. Ach, Kacke! Hier, brauche ich dich zum Beispiel Feuer. Kann ich gerade nicht ausrüsten, weil ich nicht weiß, wie. Awesome. Weil ich es nicht kann. Ich kann es nicht tauschen. Kann nicht tauschen. Geht nicht. Ich muss mal eine Option rein. Es muss doch eine Option geben, das zu tun. Mit der Steuerung. Ja, ja. Ich will mal wieder gute Horrorfilme sehen. Welches würdest du empfehlen? Wie gesagt, keine Ahnung. Da ich da der falsche... Also ich aktuelle wüsste ich gerade sowieso keine tatsächlich. Ich könnte dir alte empfehlen. Nein, kannst du gerade nicht wechseln. Okay, kommt also noch, ja, Speedy? Ja, immerhin. Wäre schön, wenn man das jetzt machen könnte, das Ganze. Da muss ich auch nicht suchen, aber danke dafür. Also aktuelle wüsste ich gerade keine tatsächlich.
gut fand ich alles von Insidious. Oder auch von The Conjuring, alle Teile. Alles super cool. Nicht direkt Horrorfilme, zumindest gruselige Minifilmserie sind die ganzen Sachen auf Netflix zu wie heißt das? Spuken Hill House, Spuken Bly Manor, glaube ich, ist das andere. Oder auch Black Mass. Fand ich alles sehr coole Serien. Zum Teil sehr philosophisch, sehr viel Quassel. Wenn man damit klarkommt, läuft es aber, weil es war vom Schock. Also, es war atmosphärisch. Ich fand es schon sehr, sehr gut. Aber auch nicht in dem Sinne super, super gruselig tatsächlich. Hey, Kumpel! Gerespawnte Leute, ja? An dem Fall. Nimm das. Für ein bisschen mehr Geld für mich, ne? Geld ist immer gut. Ich weiß auch gerade nicht mehr, ob hier pro Big Daddy, den ich finde, eine Little Sister ist. Oh! Die habe ich vergessen dann jetzt mal. Mea culpa. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44, Dr. Sushon. Kunde, Fontaine Futuristics. Mhm. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir. Wallace. Edgar Wallace. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Ja, danke. Der Codename für Charge 44 ist Zorn, weil sie dazu neigt, die Probanden... Zornig zu machen, nehme ich an. Hallo! Weitermachen, weitermachen. Also er sucht offenbar eine Little Sister. Ich kann ja auch töten, so ist es nicht. Ob es sich für mich lohnt, weiß ich nicht genau. Wenn der auch 300 kann, er was Geld hat, verliere ich wahrscheinlich weniger Leben und Munition, als ich damit kaufen kann. Aber ich weiß nicht genau. Also ich suche was, das nicht nur im Kopf abspielt, sondern wo es auch was fürs Auge gibt. Da sind besagte Serien relativ langsam im Erzählungspacing. Aber besagte Filme halt sind sehr gut. Aber wahrscheinlich kennst du die auch schon längst, weil sind ja nicht die neuesten. Aber ich bin ehrlich, ich habe auch ein paar Filme im Kopf gerade, aber ich habe dazu gerade keinen Namen. Das ist auch so ein... Oh, das war ich nicht, das war ich... Sag mal, bist du doof? Das war ich nicht. Hoshi. So ein Hoschkopf. Als ob ich das gewesen wäre gerade. Spinnst wohl. Bist selbst ins Feuer gelaufen, du Idiot. Lass mein Kumpel mal in Ruhe. Mein... Nachladen. Aua. Mein Kumpel Ruhe, das hab ich gesagt. Nein, ich hab mich dazu geknallt, glaube ich. Scheiße. Aua. Oh, noch... Ah, was? Das bleibt auch noch. Ihr wollt mich verarschen. Nein. Au. Ich versteh schon, du bist sauer. Alles klar. Alles cool. Moment, warte. Na, ach, verdammt. So. Alter. $62. Ich habe... Drei? Danke für den Besuch. Ich glaube, drei Dinger verbraucht. Nicht lohnenswert. Nicht lohnenswert. Ja, kenne ich schon. Venom ist auch cool. Ja, dann ist ja quasi ein Ableger der Reihe. Da ja, ja, ja. Gehe ich auf jeden Fall mit. Auch eine geile Serie. Naja, Horror-Serie. 60 gab's, ne? Okay. Ich habe, glaube ich, zwei gebraucht. Für die Hälfte. Jetzt müsste ich bloß eine Munition aufstocken und ich habe das doch rausbekommen irgendwie. Aber Schrot ist 41, sehe ich gerade. Das sind 6 für 41. Da mache ich doch ein bisschen miese mit. Munition verliere ich, aber ich mache einen Gewinn an Heilungs... also doch insgesamt Verlustgeschäft dann. Hier ist was man braucht, aber naja. Also... keine random Big Daddies mitnehmen, das lohnt sich nicht. Das war ohnehin gerade nicht geplant, ne, davon mal abgesehen. Warte, Telekinese vielleicht? Ha! Läuft! Noch ein Big Daddy? Ja, natürlich noch einer. Wenn man Spaß an der Herausforderung hat, ne? Oh, hier ist Geld, glaube ich. Tatsache. Dollars. Dollars, Moneten. Zacharia.